Hallöchen, ihr da draußen. Ich bin's wieder, eure Kitty Blue. Und ich bin gerade mit Alpha Wolf unterwegs gewesen draußen. Und ich habe was ganz Merkwürdiges festgestellt am Pferd. Was ganz, ganz Merkwürdiges. Und das Pferd bewegt sich etwas merkwürdig. Nicht so, wie ich es gewohnt bin. Und was das ist, das verrate ich euch jetzt. Wie gesagt, ich habe ja Alpha Wolf gerade getestet, dass das Pferd hier mit diesem neuen Fellfarbe, das ist ein Tennessee Walker. Der arme Junge ist komplett schlecht drauf, ihm fehlen 3 Punkte. Und zwar geht es um das Wackeln des Kopfes. Und ich teste jetzt meinen geliebten Saphir-Wolf aus. Und danach werde ich eins nach dem anderen, also ein Pferd nach dem anderen testen. Auch Saphir-Wolf ist nicht gerade auf bester Höhe, aber es macht nichts. Ist ja bloß ein Test. Dieses mit dem Kopf wackeln, ich habe es ja im Internet gesehen, aber Star Stable hat auch keine Ankündigung gemacht darüber. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt schon so ein heimliches Update war oder so, keine Ahnung. Oh, was war denn das gerade eben? Einstellung. Wir kreativen uns mal wieder zum Tag. So. Auch sehr schön, guck mal hier. Das schwarze der schwarze Patcheron mit den Zöpfchen. Hübsch, hübsch. So, seht ihr das? Dieses Wackeln. Das ist auch die Gangart von meinem Starterpferd, die ist ganz anders. Die ist nicht so, wie ich die kenne. Ja, und dieses Traben wie ein Schaukelpferd. Das haben die definitiv mit neu reingebracht. Also ich habe es zwar im Internet gesehen, aber ich wusste ja nicht, ob das jetzt im Laufe des Jahres reinkommt. Ich meine, das Jahr hat doch erst gerade angefangen und dann bringen die schon so viel Zeug rein. Erst die Fellfarben, dann die Mini-Story. Guckt doch mal, wenn er zum Beispiel normal rennt, mit diesem Kopf, der wackelt immer nach vorne. So, und jetzt legen wir mal einen Zahn zu. So, jetzt steigen wir mal ganz kurz. Na gut, das sieht jetzt nicht so episch aus. Aber wisst ihr, bei welchem Pferd noch richtig episch aussieht? Naja, ist ja gut, bleibt da mal ruhig. Ja, im Araber sieht das episch aus. Ja, wissen wir doch. Ich rede jetzt nicht vom Araber. Ja, beim Araber sieht das Steigen episch aus. Das kann kein anderes Pferd toppen. Außer Dash. Oder Hazel. Das sind nämlich die 2 Knappschrupper, die ich habe und die können das toppen. Wir nehmen aber Dash. Dash ist nicht schwarz gepunktet. Dingens übrigens, ja. Das ist ein weißer Knappstrupper mit schwarzen Punkten. Den gibt es, wie gesagt, in der Star Stable Pferde-App. Kann ich euch nur empfehlen. Und ende ist diese komische Weihnachtsdeko ab. Ja, eigentlich wollte ich ja im Frühjahrsputz meine Pferde waschen. Aber bei, ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Pferde ich habe. Ich meine, um die 45 Pferde. Ich wasche die nicht alle alleine. So. Wir gucken mal, wie das ich beim. Die wartet da hinten, bis sie. Ich habe die bis jetzt nur gekauft. Ost-Eupona oder West-Eupona. Ich weiß gar nicht, wo die das stimmt. Ist ein Mond, im Mondsicheldorf gibt es die Farbe. Ich würde mir wünschen, dass es die Farbe als Charterpferd gibt. Oder dass man die, ich sag mal jetzt entweder bei Freddys Pferdemarkt kaufen kann. Das würde mich ja freuen, weil du musst, wenn du diese Pferdefarbe haben willst, also die Charterpferd haben willst, musst du.
ist man gezwungen, die Quest mit so eine ewig lange Quest zu machen, um dann nach ins mondsichere Dorf zu kommen und dann erst sich das Pferd kaufen zu können. Das finde ich ein bisschen traurig. Aber sie möchte ich auch erst, Daisy möchte ich erst ausleveln, wenn das neue Reiter-Pferde-Beziehungs-Dings da, Booms da kommt. Ihr wisst schon. Warte mal, nehme ich überhaupt auf? Ja, ich nehme auf. Alles gut. Es soll ja dieses Reiter-Pferde-Bindungssystem kommen. Wenn man zum Beispiel, wenn man sich um sein Pferd kümmert, wenn ich jetzt dem Pferd jetzt hier, ich sage mal, jetzt die Hufe auskratze und es wasche und es zu fressen gebe, dass sich die Bindung zwischen Pferd und Reiter stärkt, dass das Pferd dann auch Level aufsteigt, also XP-Punkte dafür kriegt oder der Reiter. Oder wenn du jetzt zum Beispiel unterwegs bist, dass du, wenn du über Hindernisse springst oder galoppierst, dass dein Pferd dafür eben je nach Rasse Punkte bekommt, ne? Genau, Eclipse. Ach, Eclipse. Ja, wir nehmen mal Eclipse raus, mal gucken, wie sich das bei ihm verhält. Wir holen gleich Dash raus, alles gut. Was für ein Bild. Ich in mein Charakter in Schwarz und dieses schöne schwarze englische Vollblut. Das finde ich bei englischen Vollblütern immer so toll, wenn die laufen, diesen gestreckten Hals nach vorne und dieses Wackeln. Jetzt pennt die, soll mein Pferd ausmisten. Wir gehen mal raus. Wir gucken uns das mal an. Weil das kann sich ja mal bei jedem Pferd anders verhalten. Ich mach mal gleich wieder Tag. Ja. Da, das meinte ich. Dieses Wackeln mit dem Kopf, sieht er das? Das war vorher nicht da. Ich meine, ich finde es auch irgendwo besser als das vorige, weil es sieht realistischer aus. Ich meine, ein Pferd hat keinen steifen Kopf, der die ganze Zeit so, sich nicht bewegt, wenn man läuft. Ein Pferdekopf bewegt sich ja auf und ab und... Ja, ich muss natürlich wieder in die Mauer reinrennen bei einer Vorführung, ist ja mal wieder ich. So, das war einmal... Ich entschuldige mich für den Tonhintergrund. Das war wieder die Steam-Benachrichtigung. Ich weiß überhaupt nicht, wo man das ausschalten kann. Ich weiß auch nicht, wie ich das aktiviert habe. Habe ich keine Ahnung von. Verurteilt mich bitte nicht davor. Ich habe keine Ahnung. Ich hab Steam, dieses Dum-Dum, habe ich nie eingeschalten. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Oh, Alter, diese Pferde, dass die nicht einfach mal vernünftig in die Box gehen können. Du kannst doch dein Pferd... Ach Mensch, Pferd... Jetzt muss ich mich dreimal auf der Stelle drehen, damit das Pferd ein richtige... Ich meine, die Box ist viel zu klein, um sich zu drehen, ey. Das ist wie in Skyrim. Da hast du Stall auf einem Stall für dein Pferd, aber kannst dich gerade nicht reinstellen und absteigen. Nee, da musst du das Pferd fünfmal drehen. Oh, schlimm sowas. Ich hasse es bei Pferdespielen. So. Wir gucken uns das bei Dash an. Bei Knappstrupper ja sowieso immer so ein bisschen so mit dem Kopf wackeln.
Siri, bleibe doch mal oben, Edel. So. Ja, ihr merkt schon, meine Stimmung ist heute nicht die beste. Es ist einfach damit zu tun, dass ich so ein bisschen leicht genervt bin, gerade von diesen, davon, dass ich, Eclipse nicht richtig in die Box bekommen habe. Das nervt mich. Das sind so kleine Dinge im Leben, die mich schnell mal nerven. So. Ach, ganz vergessen, ich habe ja die Eule da vom Einhorn. So, wir steigen mal. Das ist steigen. Habt ihr das gesehen? Ich sag's nochmal. Ein vernünftiges Steigen. Ich kann es nicht oft genug mal. Gehen einfach mal so in den. So, da wirkt sich. Bei Dash bewegt sich der Kopf mit dem Wackel nicht so dolle wie beim Starterpferd. Wir gehen mal in den zweiten Gang. Aber was ich bei den Knackschrubbern toll finde, ist die Gangart. Guckt euch mal bitte schön diesen wunderschönen Gang an. Tap, 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 tap. Ich habe die jetzt nicht freigelassen. Die hat sich alleine freigelassen. Wir schalten mal in den dritten Gang. Den Kanter. Ja, auch hier bewegt er den Kopf nicht ganz so dolle wie bei den anderen Pferden. Hier hat er so einen Kopf nach vorne. Achtung, nicht Traktor. Also den Kopf nach unten. Aber hier jetzt beim Galopp. Jetzt streckt er den Kopf nach vorne. Ich bin immer gespannt, wie sich das bei meinem kleinen Finnpferd an wie das da aussieht, weil die Finnpferde immer den Kopf nach unten haben. Ja, ihr könnt ja auch hoch. Wusstet ihr das? Es gibt ja zwei Ein- und Ausgänge bei Steve's Farm, also bei dem Stall. So. Dann holen wir Doubleborn raus. Für alle, die beiden Pferde nicht kennen, ich habe das ein Video gemacht. Das heißt, die neuen Fellfarben. Und da ist der Kauf von Doubleborn, das ist das Finnpferd hier, die Stute. Und von Alpha Wolf, dem, was auch immer, den, na, was ist es? Ein, Tennessee Walker. Da, die beiden sind drin. Ich wollte kein drittes, ich meine, selbst wenn ich das Geld gehabt hätte, ich fand die anderen Farben langweilig. Ich warte halt noch, bis ich, oder ich hoffe, dass diese andere Farbe von Tennessee von American Paint Horse, diese weiße, noch mit reinkommt für die App. Hab es jetzt nicht in die App geguckt. Das soll wohl ein weißes American Paint Horse sein und mit ein bisschen rot dazwischen. Also am Kopf oben ist rot, wo die zwischen den Ohren und hinten am Schweif. Also hier ist ein bisschen rot. Danke. Und hier, und alles andere ist dann halt. Ein anderes Weiß, genau. So, wir gucken mal, wie sich das Ganze jetzt hier so verhält. Ach, jetzt hat die Frau Zügel. Die hatte die ganze Zeit keine Zügel in der Hand. Das ist mir nämlich aufgefallen. Okay. Bei ihm ist das jetzt nicht so der Fall. Aber dieses leichte Wippen mit dem Kopf ist da. Ah, doch, jetzt ist schon. Ah, jetzt geht der Kopf auch mit. Jetzt wieder nicht so richtig, habe ich das Gefühl.
Und auch habe ich das Gefühl, das habe ich vorhin im Video gesehen, ich weiß gar nicht, das ist eine amerikanische, englisch sprechende YouTuberin, die hat nämlich, wir gehen mal hin, und zwar, hört er das? Hat das schon immer Klick gemacht? Ist das neu? Ist der Scheier neu, der braune, oder täusche ich mich? Ich überlege gerade, nee, ich kaufe mir keinen Scheier. Den habe ich und den habe ich. Der ist neu. Ich bin kein Fuchsfarben-Fan, das habe ich schon mal gesagt. Das ist der schwarze. Wisst ihr, weil wir mal vertesten werden, dass einer beim Araber und dann werden wir nochmal das bei einem Friesen testen. Aber bei einem Friesen hätte ich mir von Star Stable gewünscht, dass er den Schweif besser hinbekommt. Das ist immer noch so ein hässlicher Klotz. So, Alpha Wolf kommt erstmal in seine Box, damit er sie ausruhen kann. Och nee, nicht schon wieder. Auch immer dieses. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob die sich tatsächlich nicht richtig reinstellen können. Das. Ja, nun komm runter. Hm? Also das ist echt doof, das mit dem Drehen in der Box. So. Der ist mein alter Junge, du bleibst da stehen. Wo ist denn jetzt? Wo habe ich denn? Ich hab so viel Pferde, ich weiß gar nicht, wo wer steht. Nein, du nicht, du auch nicht. Ach komm, wir nehmen einfach mal sie hier. Ich hätte mir natürlich mein Phantom genommen, meinen schwarzen Araber, da sieht es episch aus, aber wir gucken mal. Und der Kopf wippt schön mit. Vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Werden wir mal wieder draußen testen, ne? Ich wundere, wenn es mal etwas laut wird, das war gerade mein Headset, das rutscht immer ein bisschen. Und natürlich machen wir einmal auf hell. Okay. Das sah bei dem Knappstrupper Dash aber besser aus. Kann das sein, dass der so ein bisschen nach vorne guckt? War das immer so oder täusche ich mich? Er ist wieder dieses typische Schaukelpferd, diese Schaukelpferd-Gangart, nenne ich sie jetzt einfach mal so. Ja. Und mal mit dem Kopf nach vorne. Ich will ja nicht angeben, aber wenn Luna erstmal ausgelevelt ist, dann ist sie noch schneller, ne? Also ein Araber, der ist ja schnell. So. Und jetzt holen wir den Friesen raus. Weil die haben das in dem Video, haben die das bei einem Friesen gezeigt. Und das werde ich jetzt mal ausprobieren, austesten. Ja, freilich. Lerndeutsch.
Was denn jetzt? So, wo ist mein Friese? Der Mavari kann ja weg. Wo ist denn jetzt mein Friese? Nein. Dark Phönix? Ja, das ist ein Lusitano. Aber wo ist denn mein Friese hin? Ich hab doch einen Friesen. Ich auch den nehmen. Ich möchte meine Friesenstute. Raven, hier ist der Raven. Wir tauschen die gleich mal aus. So. Das hier hinten meine ich. Diesen komischen Klotz, was sich der Schweif nennt. Das sieht so unrealistisch aus. Das sieht aus wie so eine dicke Knetmasse, die einfach nur hinten rangeklatscht wurde. So sieht das aus. Wenn man sich mal den Schweif von den Tennessee Walkern anguckt. Da, oh, ist das nicht schön. Der Kopf, wie der sich bewegt. Ne? Guckt sich doch mal einer den Schweif vom Tennessee Walker an. Ne? So, man kann es doch nicht erkennen. Da siehst du das, wie realistisch das aussieht, wenn er zum Beispiel seinen Schweif bewegt. Und hier bewegt er seinen Schweif und das ist einfach so ein Klotz, der hin und her wackelt. Also da hätten sie doch lieber mal... Wieso sieht mein Pferd so fett aus? Ist die schwanger? Oder habe ich die Bildgröße verkehrt rum eingestellt? Einstellung. Grafik. Nee, alles beim Hoch. Schatten, nee, Schatten, mehr Schatten. Wir brauchen schon Schatten. So, wir werden jetzt mit Raven ein bisschen gucken, weil ich habe das, wir haben das ja bei Lusitano vorgeführt, wie es aussieht. Bei Lusitano sage ich schon. Ich bin erstmal dumm. Beim Jorvikschen Friesen. Jetzt muss er erstmal tänzeln. Auch die Mähne, dass die, die stand ja den Intag, wo ich im Star Stable war. Ich habe da so ein bisschen gespielt. Stand sie im Stall und plötzlich weht die Mähne. Wie kann denn eine Mähne im Stall wehen? Und vor allem, ich meine, der Friese an sich sieht ja gar nicht aus wie ein Friese. Da fehlt unten die Fesselbehaarung. Da fehlt, ich meine, die Mähne ist ja schön und gut, aber die wird genauso wie der Schweif. Mähne und Schweif sind für mich nicht so realistisch wie beim Tennessee Walker. Statt sie mal an den Fehlern arbeiten, die sie reingemacht haben. Da hätte ich mir eher gewünscht, dass sie da was machen, eher nicht irgendwelche Fellfarben mit reinbringen. Wie sieht das denn gerade aus? Habt ihr das gesehen? Ja, die Beine nach vorne schmissen. Das sieht aber eklig aus. Also die Gangart ist neu. Entweder ist sie nur beim Friesen oder die ist bei jedem Pferd. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Aber ich möchte meinen, dass die bei jedem Pferd ist. Aber beim Friesen sieht es halt noch ein bisschen epischer aus. Siri wackelt da oben rum, die weiß gar nicht, wo sie wie sitzen soll.
Entschuldigung für den Krach im Hintergrund. Ich meine, ich finde es ja schön, dass sie daran gearbeitet haben, dass die Pferde auch mal den Kopf bewegen und eine andere Gangart haben. Was war das gerade jetzt? Wieder irgend so ein Programm von mir, was mir aus dem Spiel wirft. So. Was habe ich gesagt? Ach so. Ich finde es ja schön, dass sie da mal drin gearbeitet haben, dass die Pferde auch mal halt den Kopf bewegen und nicht mal so steif vor sich hinlaufen. Duft, 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 duft. Bum, 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 bum. So sieht das aus. Aber ich denke mir mal, das wird nur bei den... Übrigens, ich weiß nicht, ob ich spoilern soll. Ich meine, das wurde ja vorher ja schon gezeigt im Internet. Es soll wohl angeblich sein, dass die Pferde hier, die hier und die da drüben stehen, komplett überarbeitet wurden. Also, nebenbei bemerkt, wir kriegen ja das morgen rein bald, ne? Würde ich mir auch gern kaufen. Das Problem ist halt, ich habe ja mal erzählt, meinen zweiten Account eröffne ich, der für YouTube ist, also nicht den YouTube-Account, sondern den einen zweiten Star Stable-Account auf. Der dann, wie gesagt, dieser zweite Star Stable-Account ist nur zum Spielen. Das heißt, wir werden da Quests machen, Stories, Geschichten, also vom Charakter erstellen bis hin zu Willkommen in Moorland und dass wir einfach mal so die ganzen, dass ich euch auf YouTube mitnehme und die ganzen Geschichten der Leute hier auf Jorvik machen. Das war dem, ja, was soll ich mal für ein Beispiel nennen? Nennen wir mal den Nick. Nick Strongberg, wie der heißt, im Dinotal, dass wir dem helfen, sein Lager aufzubauen. Wisst ihr, die ganzen Geschichten, auch die Geschichtenhäppchen von Frau Holzrupp, die kommt ja später. Also, das kommt ja nicht gleich zum Anfang. Also, die Soul da lasse ich mir ganz viel Zeit. Also, das ist so. Das muss ich nicht unbedingt gleich haben. Hat Raven gute Hufe? Hufeisen? Nee, Anfänger. Raven geht's nicht so gut. Sie schont ihren Huf. Nee. Überhaupt nicht. Nee. Sie juckt die Schulter. Wir werden ihr mal zu fressen geben. Nee, lieber nicht. Nee, ich hab keinen Hunger. So, hör mal auf, Raven. Raven? Die ist schon wieder am Tänzeln. Ich kann ihren Kopf nicht erfassen. Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Hä? Ich werde die doch füttern können, oder? Nein, Tiere, du sollst nicht aufsteigen. Du sollst einfach nur dein Pferd füttern. Pass mal auf, wir gehen jetzt mal hier rum. Vielleicht. So, wir geben dir jetzt erstmal was zu fressen. Wie wär's mal mit einer Orange? Ich wusste gar nicht, dass Pferde Orangen fressen dürfen. Oh, ist das süß. Guckt mal, sie tänzelt. Was war das jetzt? Bei weggerutscht oder was? Die freut sich, die ist ganz happy.
ja, mach du das mal schön ordentlich da hinten, ne? Oh, putzen wir sie mal. Ja, da ist sie ein bisschen kitzlig. Ja, da war sie kitzlig an der Stelle. No. Habt ihr das gesehen? Nein, nein, du sollst schon mal. Führe das nochmal vor, Siri. Passt mal auf. Habt ihr das gesehen? Die hat ihre Zunge rausgestreckt. Ist das süß. Ach je. Ich würde gerne mal wissen, was hier so rauscht. Wie geht's mir eben? Immer noch 3 Punkte verloren. Das ist 3 oder 4? Oh, jetzt sind es 4. Ja, ja. Was mir aber jetzt nicht mehr so gefällt, ich meine, das Laufen ist ja schön und gut, ne? Aber guckt mal, wie der Reiter oben sitzt. Die rutscht immer vor und zurück. Die haben zwar das Laufen perfekt angepasst, aber guckt mal, wie der Charakter, also wie Siri da oben sitzt. Die rutscht immer weg, richtig steif. Wie so eine Figur sitzt hier oben, wie so eine Puppe. Das genauso. Habt ihr das gesehen bei ihr? Wo die gerannt ist? Wie steif sie oben sitzt? Na gut, sie ist Anfängerin. Die wird ja erstmal noch, aber trotzdem. Ja? Guckt euch das gut an. In einem Monat werde ich genauso mit anfangen hier. Hm? Was ist denn jetzt schon wieder? Was will er denn jetzt schon wieder? Bist du mit Raven hergekommen, Bürgermeister Pina täglich Training? Helfen, klasse, lass mich aussteigen. Das Problem bei diesem komischen Typen ist, hör mal auf zu quatschen. Ja, danke, dass ihr quatscht hast, du Vogel. Oh. Der quatscht alle paar Minuten. Das Problem bei diesem, keine Ahnung, wie der heißt, ist, da gibt es ja, wenn man in New Hill Quest ankommt, dass man ihm dann hilft, gegen so einen anderen Typen zu kämpfen. Und irgendwann ist plötzlich kurz vor Schluss, also kurz bevor dieses richtige, der richtige Kampf losgeht, kriegt man einfach keine Quest mehr für ihn. Und außerdem quatscht er hier die ganze Zeit, wenn wir hier mit. Pass auf. Ja, und wenn der quatscht, dann kann ich nämlich das Pferd nicht steuern. Dann halt doch die Klappe. Ja, ach, halt doch mal die 5 Minuten im Mund. Das Pony ist jetzt nur so schnell, weil wir bei Raven nicht so gut drauf sind. Außerdem ist sie Stufe 1. Mit Eclipse, dagegen Eclipse hätte das Pony keine Chance gehabt. Also ich habe jetzt 2 ausgelevelte Pferde. Das sind einmal Starterpferd und einmal mein englisches Vollblut. 1 von 3, ich habe ja 3 Stück. Ja, die macht Musik. Oh, ja, Lava die ganze Zeit. Aber wir lassen dem Pony mal einen Vorsprung. Nicht, dass noch. Ihr wisst ja, wenn Ponys beleidigt sind, dann ist mit ihnen nur nicht gut zu spaßen. Kann das Pony nicht mal irgendwie einen Fehler machen? Am Morgen, Bürgermeister. Tina, dann gehst du an den Kragen und kommt nicht mit Eclipse und dann hast du Pech. Ich bin aber einfach zu faul momentan, die Pferde alle auszuleveln. Ja, halt doch mal die Klappe, ich muss mich konzentrieren. Ich frage mich, warum sie das Sprechen von dem hier reingemacht haben, was das bringen soll im Rennen.
kann man sich doch sowieso nicht durchlesen. Mensch, Pony, werde doch mal müde. Also wir kriegen ja sowieso unsere XP, das ist ja nicht so schlimm, ne? Wir sollen ja das fette Pony bloß trainieren, weil es ja... Weil es ja die ganze Zeit mit Leberwurst voll gefressen, gefüttert wurde. Ich hasse Ponys. Guck mal, der Peanut zieht jeden Tag fitter aus und Raven auch. Hallo, willst du sagen, dass mein Pferd dick ist? Obwohl, schaut mal. Ich hab das Gefühl, dass das Pferd dick ist. Hör auf, mich anzusteigen. Das kann ja auf den Tod nie aus. Aber weißt du was? Wir können ja mal in Dings... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann einfach nicht aufhören, dieses hässliche Bild anzugucken. Die schöne Gangart von dem Pferd und dieses hässliche Hin- und Hergeruckle von diese Steifigkeit von diesem Charakter, der da oben sitzt. Einfach schlimm. Ich würde mal wissen, wie es ist, wenn, ich habe hier noch ein paar andere Pferde, bei denen ich das testen kann. Wie lange nehmen wir denn schon auf? Warte mal, Moment mal. Oh je, Leute, wir sind bei 37 Minuten. Das heißt, ich muss jetzt hier abbrechen. Pass auf, ich reite zum Stall. Ich mache hier Schluss, reite zum Stall und dann... kommt eine neue Folge. Okay? Wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch mehr sehen wollt, dann schaut doch mal gerne auf meinen Kanal vorbei. Mein Name ist Kitty Blue und ich präsentiere jeden Tag neue Videos rund um Star Sable und andere Spiele. Und ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wenn ja, lasst da gerne mal ein Like und ein Abo da. Wiedersehen, sagt eure Kitty Blue. Tschüss!